Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Wir sind dabei, hier unsere Parkbewertungen ein bisschen nach oben zu bringen und ein bisschen Cash zu machen. Wir verdienen nur 184.000 pro Minute. Verdammt, wir haben schon mehr verdient. Wir haben definitiv schon mehr verdient. Okay, also wir müssen mal die Fossilien hier extrahieren. Dann das Zeug hier verkaufen, Osmium, okay. Und dann schicken wir das Grabungsteam nochmal dahin. Ja, doch, das glaube ich. Okay. Ich weiß halt nicht, wie sich das verhält. Mehrere Fleischfresser in einem Gehege. Ich habe da so ein Gefühl. Also mehrere der gleichen Spezies ist wahrscheinlich nicht so das Problem, aber es geht mehr so um mehrere von unterschiedlichen Spezies. Ja, und das mit dem Sturmabwehrzentrum, das ist echt, das ist sogar so ein Problem, dass ich schon am Überlegen bin, ob wir nicht zwischendrin dann doch wieder auf die andere Insel zurückwechseln. Okay, der ist fertig. Dann brauchen wir kurz das Akkuzentrum. So, den einmal betäuben bitte. Und sobald er betäubt ist, wird er dann ins andere Gehege transportiert. Anders geht's halt nicht. Gut, ich meine, man könnte jetzt natürlich noch ein Entwicklungslabor hinmachen, aber... Ja, ich weiß nicht. Für das eine Gehege braucht man das jetzt nicht. Wir haben hier schon genügend Labore. Hä, wo ist er denn jetzt? Da sind die Triceratops. Wow, falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden sie es mit diesen Zahlen schaffen. Ja. Hier, transportieren. Der sich immer verstecken will. Ich will ihn doch nur zu seinen Freunden bringen. Okay, also wir machen langsam wieder ein bisschen mehr Cash. Wahrscheinlich hat der Sturm uns jetzt ein bisschen Probleme bereitet. Wie sieht es denn hier aus? Dinosaurierbewertung, Anlagenbewertung, geringe Kapazität. Okay, wir brauchen Hotel. Wir brauchen Hotel. Wie viel Strom haben wir jetzt noch übrig? 35, wenn ich das richtig sehe. Okay. 35. Und wir könnten theoretisch die Leistung verbessern auf 2.0. Produkt wird transportiert. Okay, dafür sollten wir aber vorher Ausfallschutz erforschen. Moment mal. Forschungszentrum, das vergesse ich auch die ganze Zeit. Gebäude-Upgrades. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Okay, ich habe noch irgendeine Mission geschafft. Okay. Oh, wieder Platin. Oh yeah. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Ich würde verhelfen, seinem Dinosaurier zu 2 Kampfsiegen. Nö. Also da weiß ich noch... Also die Mission dann zu machen, wird schwierig, weil ich habe irgendwie... Weiß ich nicht. Ich bin nicht so ganz begeistert, von den Dinos gegeneinander kämpfen zu lassen. Vielleicht bin ich einfach der Falsche für den Job. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Boah, es bringt aber plus 3. Boah, da müssen wir noch 2 machen. Ja, okay. Wie viel Cash kriegen wir? Okay, das lohnt sich zwar nicht unbedingt, aber der Ruf. Ruf ist alles, ne? Also Forschen haben wir, Fossile haben wir auch. Expedition. Ja, jetzt ist die Frage... Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin, in welche Richtung? Ich würde sagen, da, das sind nämlich 2 neue. So. So weit, so gut. Hier ist ja ganz schön was los, du. So, und hier lassen wir noch so einen Fall.
Jetzt sind sie zu viert. Ich glaube, das ist ganz fresh. So, sozial. Also die kommen zumindest mit sehr vielen Dinos im Gehege zurecht und auch mit einigen ihrer eigenen Art. Grasland, Wald, Geborgenheit, Gesundheit, alles super. So, mit dem neuen sollte doch die Bewertung nochmal steigen. Sehr hohe Kundenzufriedenheit. Oder sehr generell sehr hohe Zufriedenheit, sehr hohe Sicherheit. Das ist gut. Und wir haben 1,3 Millionen, das heißt, wir können jetzt das Hotel bauen. Und damit haben wir dann das letzte Problem vielleicht auch. Wow, das ist ganz schön knapp da. Nein. Ich will ein Hotel mit Meerblick. Hätte es dahin gepasst? Auch nicht wirklich. Okay, dann müssen wir da jetzt drastische Schritte ergreifen. Wir müssen mal kurz hier chillen. Das kann ich nämlich so nicht akzeptieren. Ich find's doof, dass ich nicht Pause machen kann. Muss ich zugeben. Terrarbeschränkung? Ach komm schon, echt jetzt? Okay, das ist nicht ganz da, wo ich es haben wollte, aber besser als nix. So irgendwie und dann da so und dann hier. Gehen wir irgendwie hier so weg und hier geht's dann da so lang. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen strange aus. Aber hey. Oh, ist zum Glück noch hier in dem Bereich. So, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich aussieht, wenn das Hotel fertig ist. Mit unserer Bewertung. Weil damit können ja jetzt die Leute hier im Park übernachten. Das sollte doch die Kapazität deutlich erhöhen, oder? Ist es bald fertig, bitte? Weil es in 10 Sekunden alles gebaut und der letzte Stock dauert dann Jahre, oder wie? Oder ist es einfach nur generell so abgehängt, damit die Zuschauer die Baustelle nicht sehen? Das kann natürlich auch sein. Deine Baustelle ist ja nicht so krass. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier entweder wunderschönen Meerblick, ich kann es jetzt gerade nicht, doch, so wunderschönen Meerblick. Oder für die, die eher wegen den Dinos da sind, die können hier den Fleischfresser beim Fressen zugucken. Aus dem Fenster. Also das liegt perfekt, das Hotel. Absolut perfekt. So, Park überfüllt 5 Bam. Yo. Alter Schwede, okay. Sehr hohe Kapazität. Alles klar. Okay, ich würde sagen, so ein Hotel ist definitiv lohnenswert. Also sehr lohnenswert. Vom Park überfüllt 100 auf 8% jetzt. Kann man mal machen. Also und jetzt müssen wir noch mal 2 von denen ausbrüten. Aber die können wir doch jetzt billiger machen. Die müssen nicht so krass sein. Was kosten sie jetzt? Ja, jetzt sind sie billiger. Wir verticken die billigen. Alles andere wäre ja noch schöner. Wie geht's euch hier drüben so? Da. Ihr seid jetzt zu dritt und ja, das ist ganz in Ordnung für euch. Ach, der futtert auch einfach den Boden auf, oder wie? Okay. Tu das. Das ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, wenn du den Boden essen willst. Habe ich nichts dagegen. So. Dann. Unsere Forschungen sind vielleicht fertig. Kann das sein? Da würde ich nämlich hier mal die Upgrades ändern. Ausfallschutz 1 auf Ausfallschutz 2.
Und dafür verbesserte Leistung. Auch auf 2. Jetzt macht er 70. Und sonst 68? Hm, okay. Okay. Ob sich das jetzt so hart lohnt. Hm. So, wir haben wahrscheinlich neue Fossilien. Jawohl. Ach nee, den hatten wir schon, glaube ich. Den hatten wir schon. Aber wir haben hier einen wunderbaren Bernstein. Beste Quality. Definitiv beste Quality. Gebäude. 2 Millionen, ach ja. Ja. Wie sieht es mit Cash aus? Okay. Ja. Also, das Hotel hat sich so hart gelohnt. Die wollen bald ein zweites. 3-Sterne-Hotel ist das nur. Also. Oh. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Ja. Danke. Gut, ich dachte, unser Ruf steigt noch ein bisschen mehr. Wir können uns aber noch eine Mission jetzt von ihm holen. Wo waren das nochmal? Da. Aufträge. Neuer Auftrag. Auftrag anfordern. Sicherheit. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Lassen Sie den Ankylosaurus mit einer Immunreaktion-Modifikation frei. Ankylosaurus. Welcher war denn das? Ach, der da. Ja. Da haben wir noch nicht so viel von dem genommen. Aber ich bin dabei. Ich bin dabei. So. So, die beiden mal freilassen. Dann Akku. Akku-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. So. Den hier betäuben. Dann warten wir noch, bis der zweite raus ist. Den betäuben wir dann auch gleich. Hab keine Angst. Du wirst nur verkauft. An irgendwelche Psychos, die dich zu Hause einsperren wollen. Das klingt jetzt hart, ist aber gar nicht so schlimm, wie du denkst. Vielleicht wollen sie dich auch essen. Das wäre dann schon schlimm. Ernsthaft, warum läuft der immer in den Scheißwald? Wo ist er denn? Da. Verkaufen. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Nee. So wie sich das halt gehört. Und wo ist jetzt der... Nee, das ist er, ne? Kann er bitte auch mal betäubt sein? Ich muss ihn verkaufen. Jawohl. Und verhökern. Okay. Hoffentlich ist er damit gleich glücklich. So. Okay. Dann Fossilien. Was haben wir denn da Schönes? Ja. Jetzt nicht das beste Genom, was ich hier gesehen habe, aber geht schon. Schicken wir gleich nochmal ein Grabungsteam hin. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber wir sind in der Sicherheitsabteilung gut dabei. Genau, wir haben bald... Oh, das mittlere Kraftwerk. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Bald das mittlere Kraftwerk freigeschaltet. Park passt immer noch. So, also Anlagenbewertung. Annehmbare Zufriedenheit. Die Leute, ne? Spaßbewertung. Einkaufsbewertung. Die wollen shoppen, ne? Die denken nur an shoppen. Da kommen die, gehen in den Dinosaurierpark und denken sich so, Dinosaurier angucken oder shoppen. Ja, shoppen. Dann machen wir halt hier eine kleine Shopping Area.
da noch ein, das war jetzt ein Souvenirladen und dann machen wir hier noch einen Kleiderladen hin. 9. lebensfähiges Genom, yes. Das ist sehr schön. Ich habe gehört, Sie haben sich bei diesem Verkaufsauftrag selbst übertroffen. Ja. Falls das stimmt, gute Arbeit. Ja, das ist natürlich die Wahrheit. Oh, wir haben mittleres Kraftwerk. Das ist schön. Müssen wir das noch erforschen oder haben wir das direkt? Betriebsgebäude? Wir haben da ein neues. Nein, jetzt nicht. Betriebsgebäude. Ah, ne, hier Strom. Ja, wir haben gleich mittleres Kraftwerk. Ist teurer, ne? 500.000. 750 Betriebskosten sind hier ein bisschen höher, aber 60 Strom und 80 Strom. Und noch ein Upgrade-Platz mehr. Das gefällt mir. Und was wir auch mal machen sollten, wir sollten mal die Wege gegen ein bisschen was Hochwertigeres tauschen. Das ist ja langsam, ne? Langsam ist unser Park natürlich First-Class-Park. Da sollte der Weg schon auch entsprechend aussehen. Also zumindest der Hauptweg. Der Hauptweg geht da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann dahin. Okay, das sieht sonst komisch aus, deshalb machen wir es mal so. Dann geht eben der Hauptweg hier lang. Ja, ich kümmere mich gleich um die Krankheit. Und dann noch hier zum Hotel. Oh. Gescheites Vorhaben. Retten Sie die Insel. Mögen. Ich meine, wer tut das nicht? Nun ja, ich. Dann ist dieser Ort genau das Richtige für Sie. Das ist so ein Lappenfinch. So ein Lappen. Gescheites Vorhaben. Retten Sie die Insel vor den finanziellen Ruinen. Reißen Sie die nutzlose Infrastruktur auf und planen Sie Ihren eigenen Weg zum Erfolg. Oh, okay. Das ist dann ein bisschen härter, glaube ich. Weltbekannte Attraktionen. Erschaffen Sie Star-Dinosaurier wie den... Ach, Star... Oh mein Gott. Ja, ist okay. Ist okay. Erschaffen Sie Star-Dinosaurier wie den Tyrannosaurus Rex, um Rekorde bei den Gästezahlen zu erfüllen. Okay. Gyrosphären. Bringen Sie die Dinosaurier Ihren Gästen mit Hilfe von Anlagen wie der Gyrosphäre noch näher. Aber wir bleiben hier. Wir haben jetzt noch 2 Inseln, auf denen wir richtig viele Sachen machen müssen. Also von dem her Chill-Spiel. Chill. So. Kein Problem. Und wir sollten hier vielleicht ein Tor einbauen, fällt mir gerade auf. Sonst könnten unsere Ranger eventuell ein Problem kriegen. Ja. Ja, das geht. Sind die Ranger schon auf dem Weg? Okay, die werden das schon checken, dass die da jetzt rein können, oder? Hoffentlich. Bitte. Wir schauen mal. Ja, die fahren erstmal alle Besucher über den Haufen. Genau. Okay, die checken das. Sehr gut. Ankylosaurus. Ach ja, das war der. Da haben wir noch kein lebensfähiges Genom. Fossilien. Au. Okay, wir haben gleich ein lebensfähiges Genom. Hier haben wir noch ein bisschen Platin. Das ist immer gut. 3,9 Millionen. Okay, mittlerweile läuft. Dann können wir jetzt auch die Transportbahn hier erforschen. Sabotage im Gange. Was? Einige ihrer Dinosaurier wurden vergiftet? Sabotage? Sowas gibt's ja auch. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Karte. Wo wurde was sabotiert? Wo wurde was vergiftet?
Die sagt mir, Achtung, Sabotage im Gange, aber dann nicht, wo und was und welcher Dinosaurier vergiftet wurde. Ja, super. Kann ich das noch irgendwo nachschauen im Kontrollraum? Wahrscheinlich nicht. Inselbewertungen. Annehmbare Vielfalt. Ja, aber Archiv, Krankheiten, Farnvergiftung, Memos, Charaktere, keine Ahnung, toll. Aber Hauptsache erstmal über Sabotage beschweren, ne? Läuft. In dem Fall geht's allen gut. Okay. Erzählt mir hier, meine Dinos werden vergiftet. Was sind wir denn da? Und dann stimmt's doch nicht mal. Wenn hier irgendeiner meine Dinos vergiftet, der wird instant hier reingeworfen. Und dann kann er hier rumlaufen. Und dann schauen wir mal, was den Lieben besser schmeckt. So. Wie sieht es denn jetzt aus mit Anlagenbewertung? Einkaufsbewertung 96%. Jawohl. Transportbewertung 27%. Ja, ihr müsst alles zu Fuß gehen. Es ist das Schlimmste auf der Welt. Ja, ja. Zu Fuß durch den Freizeitpark zu gehen. Absoluter Worst Case. Das macht niemand, ne? Ist schon klar. Ist schon klar. Also wir könnten den hier jetzt machen. Die Frage ist, haben wir genügend Genmaterial? Ist das das, was er... Zähigkeit der Haut. Welches Genom? Immunreaktion Genom, nee. Das haben wir wahrscheinlich noch gar nicht erforscht. Genome. Immunreaktion. Gute Verdauung. Genau, das war das letzte. Gehirnhalterung. Erhöht die Verteidigung und Lebenserwartungseigenschaften durch die Überleben Gehirnzellen wesentlich länger. Ach, Gehirnalterung. Oh Mann. Also heute bin ich der Verleser. Der Verleser des Todes. Gehirnhalterung. Ich dachte schon, was ist das? Immunreaktion 2. Das sollten wir danach erforschen. Dann können wir das in den anderen einpflanzen. Dann kriegen wir hier nochmal Ruf dazu. Das ist ganz gut. Wir könnten den noch hier rein und dann schauen, was passiert. Nein. Oh, hier so ein Hotel ist sicher auch geil. Hier könnten wir das zweite Hotel hinbauen, wenn wir noch eins brauchen. Hier so direkt an der Klippe. Hier oben. Würde es da hinpassen? Nee. Ja, nee, da ist ja schon ein Gehege. Nee, wird's nicht. Och Mann. Ihr seid alle langweilig. Gut, ich meine, hier wird's auch noch gehen, da sieht man auch noch was. Ansonsten könnte man es hier hinten vielleicht noch irgendwo. Oder auch nicht. Okay. Ihre Gäste haben genug Einkaufsmöglichkeiten und das macht sie glücklich. Sehr gut. Das freut mich. Wenn sie einkaufen glücklich macht, dann sollen sie es tun. Oh ja. Forschung, Immunreaktion. So, und jetzt haben wir eine Einschienenbahnstation. Das heißt, wir... Okay, wir können an die nicht anschließen. Klar, das ist natürlich logisch.
In welchem Universum nochmal? Okay, ich glaube, das ist eine ziemlich teure Angelegenheit. 5 Stromverbrauch, das, wie viel haben wir denn aktuell überhaupt übrig? 21. 21, okay. Das heißt, wir können ihn hier direkt an den Eingang der Station hinbauen. Das sieht irgendwie falsch aus. Vielleicht müssen wir mal warten, bis die Station fertig ist, um da ordentlich anknüpfen zu können. So. Und dann... Ach, da ist ein billiger Weg dran. Okay. Da machen wir es so. Ist ja auch kein Hauptweg. Stimmt schon. Und Strom hätten wir auch ganz gerne. Das lässt sich auch einrichten. So. Gut. Gut, gut, gut. Wir sollten wahrscheinlich erstmal die ganzen Stationen bauen und dann die verdrahten quasi. Dann würde ich hier ganz gerne eine hinmachen. Ja. Und dann würde ich Strecke unvollständig. Ach was. Hier. Also hier wäre mir eigentlich noch lieber, aber hier kriegen wir es wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? So platztechnisch. Warum auch immer. Eigentlich müsste es hier noch hinpassen, oder? Terrainbeschränkung. Also hier wäre es mir schon ganz recht gewesen, aber dann bauen wir es halt hier hin. Können wir sogar direkt an den Weg hier anknüpfen. So, dann ein Schienenbahngleis. Ich bin kein Ui. Freund langer Wanderungen und Ihre Gäste sehen das ähnlich. Verbessern Sie Ihre Transportabdeckung, damit nehmen Sie uns allen eine Last ab. Ja. Gäste mögen keine langen Transportwege vom Onkel, Attraktionen, Besucherzentren und Hotels. Okay. Bauen Sie Einschienenbahnen, um den Ankunftsort effizienter mit den fernen Destinationen zu verbinden. Bauen Sie direkte und effiziente Wegverbindungen, um die Distanzen zu minimieren. Ja, das mache ich ja eh schon immer. Unvollständige Strecke. Schienen bearbeiten. Also, hier anschließen. Wir wollen zu dem da. Okay, das ist definitiv keine billige Angelegenheit. Aber es hat ja auch keiner gesagt, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier mal nicht direkt durchs Gehege durch. Wobei, hier könnten wir direkt durchs Gehege durchgehen, oder hier müssen wir auch direkt durchs Gehege. Kommen wir hier vielleicht dann da so durch? Strecke unvollständig. Du bist auch unvollständig, ey. So. Jetzt ist die Strecke vollständig. Brauchen wir hier noch? Dieser Auftrag könnte unsere. Nee, du gerade nicht. Später. Du bist später dran. Sobald ich mich in der Security-Abteilung beliebt gemacht habe und die mir alles gegeben haben, was ich will, kann ich die dann hintergehen und eure Ziele machen. Denn genau das erwartet das Spiel von mir. Ich kann nichts dafür. Das Spiel möchte das. Die Stromleitungen da, die sind da halt jetzt. Ist nicht schön, aber ich denke mal, so genau nimmt das Spiel nicht. Benötigt Wegverbindung. Ja gut. Oh nein, da ist 1 Meter grün. Das geht gar nicht. Ja, er benutzt doch trotzdem den Weg. Also. Okay.
Jetzt ist die Wegverbindung aber in Ordnung. Okay, und jetzt können die Leute hier mit der Bahn hier rumfahren. Die können sogar hier durchs Gehege quasi fahren. Ist das nicht cool? Doch, das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's aber dann soweit heute für die... warte, das gucken wir uns noch an. Cool. Das war's soweit für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge befüllen wir die Stationen und bis dann. Tschüss.